Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells, so war der Name. Wir spielen das heute, ich bin überhaupt nicht eingespielt, ich versuch's trotzdem mal mit zwei komischen Zellen hier, das wird sowieso überhaupt gar nichts. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mehr konzentriere, aber ich muss erstmal raffen, wie das hier alles geht. So, ich nehme mal Scharfschützenbogen auf jeden Fall mit. Und so, wie greift man an mit X? So. Wie weicht man aus mit dem? Okay. Hier ist dieser komische Dude. Es gab nämlich ein neues Update, habe ich gesehen. Das 15er Update oder sowas von einem... Nee, sogar in diesem Monat. Irgendwie im November irgendwann gab es ein tolles Update mit ganz vielen neuen Gegnern, neue Waffen und neue... Oh, will ich hier rein? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Doch, vielleicht schon. Neue Gegner, neue taktische Mutation und all so ein Cremchen. So, ich habe jetzt schon mal richtig viel geile Zeit verloren und wie jeder weiß, bei Dead Cells ist das sehr wichtig, dass man eigentlich sehr schnell unterwegs ist, damit man diese komischen Zeittüren und ich habe so gar keinen Plan, was ich hier mache, ne? Moment mal so, also einfach ein bisschen kaputt kloppen und dann ist eigentlich alles cool. So war das doch, oder? Einfach schnell alles töten? Ha, ausgewichen, nein, du kriegst mir die, Scharfschützengewehr. Okay, so, was haben wir denn so? Also wir haben das Scharfschützengewehr oder den Scharfschützenbogen. Dieser Scharfschützenbogen, der macht das, wenn man weiter weg ist von den Gegnern, dass man dann mehr Damage macht. Und anscheinend macht der auch noch, dass die Gegner einfach brennen. Das ist doch alles nett. Ansonsten haben wir noch den Nussknacker, der soll angeblich nicht so ganz geil sein, aber... Oh, ach, die Gegner gibt es ja auch schon bei zwei. So, so, bei zwei Zellen gibt es hier diese komischen Assi-Gegner, die ich überhaupt nicht mag. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin schneller und so. Was ist denn das hier alles? Ich verkaufe das mal. Wahrscheinlich wird mein Kommentarstil mega weird sein, weil ich jetzt auch eine Woche nichts mehr aufgenommen habe und quasi ein bisschen raus bin. Guck mal, wir kriegen hier sogar irgendeinen Teil der Macht. Es wird sehr viel über das Spiel gehen, weil ich mich wirklich konzentrieren muss. So, wir sind relativ grün, deswegen nehmen wir grün mit. Ja, grüne Sachen sind immer gut. Grün ist ja auch meine Lieblingsfarbe, nicht wahr? Was ist eure Lieblingsfarbe, Leute? Sagt doch mal, schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist. Der kann Sachen schleudern. Okay, ich kenne die halt gar nicht, ne? Ich mag die nicht, die sind einfach doof. Hier, brenne und verbrenne vor allem. Blödkopf. So. Ja, aber ich werde hier überhaupt nicht auf... Das ist eine liebe Kiste. Auf Zeit gehen, ich werde einfach richtig gechillt. Sachen machen, wir brauchen kein Schild. Ich kann mit Schilden sowieso nicht umgehen. Wahrscheinlich braucht man das ab zwei Zellen. Wer das jetzt so gar nicht kennt, das ist halt ein Roguelike. Und man läuft hier so durch die Dungeons... Jetzt habe ich einfach irgendwas genommen. Ich bin so ein Vollidiot. Man läuft hier durch die Dungeons durch... Tötet alles relativ schnell. Wenn man schnell genug ist, dann kriegt man tolle Boni. Zum Beispiel, fuck, zum Beispiel neue Zellen. Das sind immer diese blauen Dinger, die hier ab und zu mal rumliegen. Ich stelle mich gar nicht so blöd an dafür, dass ich das ein halbes Jahr nicht gespielt habe. Bau, bau und da, ja, ja, okay, jetzt stelle ich mich, ja, schön, dass ich das gesagt habe. Ich darf einfach gar nichts sagen. Stirb, stirb, nicht treffen, sonst bin ich, glaube ich, tot. Wie heile ich mich denn eigentlich? Lohnt das schon, sich zu heilen? Sind Doppeldolche gut? Ich glaube, ich nehme die Doppeldolche mal mit. Komm, gib mal her. Ja, ja, das passt schon, dieser komische Nussknacker. Man kann den Nussknacker nicht verkaufen, weil er die Anfangswaffe ist. Sehr schön. Ja, es gibt verschiedene Gebiete, durch die man hier durchgehen muss. Nee, ich will nicht in die Sewers, danke, tschüss. Und deswegen, nein, ich werde das Spiel jetzt nicht erklären, Leute. Aber ist eigentlich ganz witzig, wer es noch gar nicht kennt, spielt das auf jeden Fall mal. Wird auch sehr frequentiert auf jeden Fall geupdatet, so wie ich das mitbekomme. Also immer mal wieder neue Waffen und sowas, neue Gegner, neue Gebiete. Neues Gebiet ist auch dazu gekommen, dass man irgendwie aus den Sewers erreichen kann. Also aus der Kanalisation. Ja, werde ich jetzt aber nicht hingehen, weil erstens neue Gegner sind immer richtig behindert. Da komme ich erstmal gar nicht mit klar. Ach, natürlich kann er ja rüberfliegen, was auch sonst. Oh Gott. Und ich mag die Sewers halt so überhaupt nicht, deswegen gehe ich da nicht hin. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, ob ich schon alle Mutationen habe. Also von wegen, dass ich irgendwie weitergehen kann. Weil hier, man kann zum Beispiel noch seinen Kopf rausschleudern. Und, Moment, das war jetzt super dumm. Ach nee, doch, doch, ist das dumm? Warte. Wenn ich meinen Kopf rausschleudere, kann der dann trotzdem meinen Körper verletzen oder verletzen die dann nur meinen Kopf? Ich weiß es halt nicht. So, das kaufen wir uns auf jeden Fall. Schön hier so ein RT-Gedöns. Und wenn ich jetzt nämlich gleich RT drücke, warte, 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 ihr seht es gleich. Moment, Moment, wir sind gleich soweit. Wenn hier irgendwann wieder Gegner kommen, es kommen keine Gegner mehr. Na gut, gehen wir in die Promenade der Verdammten. Ja, Leute, wie findet ihr Dead Cells? Dead Cells ist ein ganz witziges Spiel, ne? Auf sehr schwierig, aber ein bisschen sehr schwierig, möchte ich meinen. Na, waren wir unter zwei Minuten? Nein. Sonst hätten wir jetzt in diese tolle Zeittür reingekonnt. Oh, wir haben auch keine 30 Gegner vernichtet, ohne Leben zu verlieren. Und das Tolle an... Hi. Das verfluchte Schwert, ist das neu? Ich will das verfluchte Schwert haben. Das Tolle an sehr schwer ist ja...
Wollen wir hier schon irgendwas holen? Ich meine, wir haben genug Geld. Ja, komm. Ja, komm. Gib mein ganzes Geld. Mmh, oh ja, lecker Schmecker. Was nehme ich hier? Hier gibt es bestimmt auch neue Sachen. Also es gibt zwei neue Sachen bei Taktik hier. Aber die muss ich wahrscheinlich erst freischalten zum einen. Und zum anderen nehme ich sowieso Nekromantie mit, weil ich brauche Leben. Denn das Tolle, aber sehr schwierig ist hier, diese Nachfülloption ist nicht mehr da. Nie mehr, glaube ich. Genau. Bei nur einer Zelle, da ist das, glaube ich, in jeder zweiten Ebene, dass hier, dass man sich nachfüllen kann. Und bei gar keiner Zelle kann man sich nach jeder Ebene nachfüllen. Aber bei sehr schwierig leider nicht. Und deswegen muss ich mit meinem Leben aufpassen. Und wenn man da ein paar Mal getroffen wird, dann ist das schon ganz schön assig. Hm, ja. So viel dazu, Leute. So viel dazu. Oh, gibt's ja auch neue Gegner? Ja, ich glaube, hier gibt's andere Gegner als sonst. Hm, hier gibt's schon diese Clock Tower Gegner. So, pow. So, was habe ich dazu? Ah! Nee. Ist das ein Clock Tower Gegner? Ich glaube schon, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Wieso verbrennt der jetzt nicht mehr? Hä? Giftwolke? Ich habe das doch nur auf Plus gebracht. Er müsste doch trotzdem brennen, oder nicht? Ja, jetzt bin ich verwirrt, Leute. So, erstmal hier. Warte, dieses. Kannst du mich in Ruhe lassen? Das ist jetzt aber ekelhaft. Wenn das grüne Ding in meiner Fresse explodiert, dann bin ich halt einfach tot. Ja, warte, wir packen hier mal so ein Ding hin. Ich glaube, das ist ganz gut. Genau, töt den mal. So, zack, zack. Da habt ihr auch gesehen, was mein RT-Teil machen kann. Das ist halt so ein Gerätchen hier auf dem Boden. Das legst du dann hin und dann macht das so Schaden und so. Das ist voll nett. Und kann man immer mal mitnehmen. Ich soll mich, glaube ich, bald mal heilen. Aber bisher geht das noch ganz gut. Denn ich kann mich nicht unendlich heilen. Mann, jetzt geh doch mal weg hier. Ihr nervigen ganzen Viecher, jetzt ohne Witz. Ihr seht unten links bei LB, da ist so ein rotes Flakon-Dingsbums. Guck mal, hier kann ich jetzt aber rein, weil ich zwei Zellen habe. Und das bedient. Ja, das zeigt an. Aua. Das ist jetzt aber nicht so cool. Lass mich mal. Du auch. Okay, ich heile mich doch mal. Wenn ich das jetzt nutze, dann könnt ihr mal unten links hingucken. Jetzt ist das Flakon-Dings ein bisschen weiter runtergegangen. Das heißt, ich kann mich nicht mehr so oft heilen wie vorher. Ja. So, bitte einmal weggehen. Einmal den Typen hier töten, damit die keinen blöden Schild mehr bekommen. Und du gibst dir bitte ein paar Leben zurück. Wie viele kriegen wir denn eigentlich? Nicht so viele. Vermute ich einfach. Oh Mann, ey. Hier sind überall so assige Gegner. Ah, aber ich glaube, ich komme mit Dead Cells auf jeden Fall besser klar als mit Blazing Beaks, was ich ja neulich auch wieder gespielt hatte. Blazing Beaks ist auch so richtig schwer. Irgendwie bin ich in jedem. Oh, geil, ein paar Zellen. So, nö, ich hau jetzt hier ab. Ich habe keine Lust auf euch. In jedem Roguelike bin ich irgendwie nicht so gut, außer bei Isaac. Aber Isaac habe ich halt auch Milliarden Stunden gespielt. So, ansonsten habe ich in der letzten Zeit sehr viel LOL gespielt, sehr viel für die Schule gemacht, ein bisschen für Volleyball trainiert, wo ich jetzt übrigens heute richtig einen krassen Muskelkater habe, weil ich gestern wieder Volleyball-Training hatte. Ich bin sowas von tot. Oh, ich habe noch ein Leben. Ja, Leute, easy, ein Leben habe ich noch. Oh, einmal heilen. Nein, lass mich in Ruhe. Aber ich habe mit einem Leben überlebt. Ich glaube, das war wirklich Glück, weil ich habe eigentlich keine Mutation, die mich mit einem Leben hätte am Leben lassen können, sollen, tun. Von daher hatte ich, glaube ich, gerade Glück. Muss ja auch mal sein. Ja. Warum spiele ich so viel LOL, Leute? Und wieso vernachlässige ich meinen YouTube-Account deswegen? Weil da die Season bald zu Ende ist, in genau 3 Tagen. Also dann werde ich auch weniger spielen, weil wenn keine Season ist, ist mir das auch egal. Und bis dahin wollte ich halt noch gerne Diamond werden. Wer fragt dich? Also ich bin gerade Platin 1. Das ist also eine Liga vor Diamond. Könnte ich in diesen 3 Tagen also noch hinbekommen, wenn ich nicht total bescheuert spiele. Und das ist gerade meine Lebensaufgabe, Leute. Einfach, ich habe keine Munition mehr. Einfach Diamond zu werden. Das ist mein Lebensziel. Höchste Priorität momentan. Jetzt sagen einige, das ist ja voll nerdig und dumm von dir. Und ja, ist es, aber ist mir egal, Leute. I don't care. Deswegen ist das aber gerade voll stressig alles. LOL ist Stress pur, Leute. So, Welle der Verweigerung. Stößt alle Gegner vor. Toll. Wurzelgranate. Lässt Gegner anwurzeln. Ich habe sowieso kein Geld. Also alles egal. So, wo teleportieren wir uns einmal hin? Wir müssen mal wieder an die Oberfläche. Warte, wir sind hier bei der Promenade, ne? Das war ja ein übelst langer Abzweigweg hier. Wollen wir die Dinger hier mitnehmen? Ja, komm. Wir nehmen alle Rosen mal mit. Kann ja nicht schaden. Eventuell kriegen wir dann tolle Items dafür. Oder zumindest Geld. Boah, und ich sehe schon wieder kommen, dass das hier einfach Stunden dauert, bis ich hier irgendwas mache. Ach man, Dead Cells ist auch so ein
Oh, merkwürdiges Spiel. Wieso kann ich denn... Au, oh nö. Ich kann in den Wänden hochklettern, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist diese Spinnenphobie-Fähigkeit, nicht wahr? Ich glaube schon. Das ist ja witzig. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, das ist die letzte Rune. Ich glaube, das nennt man hier Runen, die ich eingesammelt hatte, die mir was bringt. Ich heile mich nochmal. Jetzt kann ich mich ja halt nur noch einmal heilen und das ist mega dumm. Wenn ich jetzt beim Boss bin, da brauche ich garantiert mehr als so wenig Heilung. Kannst du... Gut, komischer Schildtypi, stirb. Tun sie sich eigentlich... Nein, die tun sich nicht gegenseitig weh. Alles klar, wissen wir Bescheid. Und mein Bogen ist irgendwie super unnötig. Ich glaube, den muss ich... Ah! Einfach mal schreien, obwohl gar nichts passiert ist. Den Bogen muss ich, glaube ich, irgendwann mal austauschen. Das Doppelschwert ist, glaube ich, ganz gut, weil das stunt die Gegner anscheinend auch. Also werden die recht stark sein. Öffnen. So, wir müssen ja nicht alles kaputt machen. Wir sind ja kein Randalierer. Also nicht immer. Schon häufig, aber nicht die ganze Zeit. Oh. Zeit, das war knappi. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Schlüssel. Hui! Gast, Krarassa. Nämlich hierfür. Weil jetzt habe ich nur einen Schlüssel und jetzt... Da oben ist voll das gute Item. Okay, ich müsste alle drei Schlüssel mir holen. Ich glaube aber, ich bin schon am einen Schlüssel vorbeigegangen, ist die Sache. Und das ist halt ein bisschen schlecht. Ja, komm mal hier hoch. Hm. Hat einen doppelten Nutzen, dieses Teil da. Ich glaube, früher haben die das nicht anvisiert. Wenn da irgend so ein Teil auf dem Boden lag. Aber jetzt inzwischen machen sie das anscheinend. Dann ist das wirklich ein doppelter Nutzen, nämlich in dem Sinne, dass sie mich erstens nicht an... Das ist nicht kaputt gegangen? Dass sie mich nicht angreifen? Dann ist das so eine Attrappe quasi. Und ja, genau. Eigentlich nur das. Und dass sie halt Damage machen. So, aber ich brauche jetzt diese komischen Schlüsselteile. Wo findet man denn die nochmal? Ich weiß, dass irgendwo einer im Boden steckt. Nee, du gehst mal schön weg, bevor hier irgendeine Kacke passiert. Oh Mann. Und einer ist noch irgendwo anders. Ich glaube, einer liegt einfach irgendwo rum. Ah, nö. Ja, vielleicht merkt man es ein bisschen, bin auch ein bisschen müde. Ich habe auch heute tatsächlich länger geschlafen als sonst. Ich glaube, das liegt daran, dass ich mich gestern zu doll angeschränkt habe beim Volleyballtraining. Wie gesagt, tut halt auch einfach alles weh. Alles, also wirklich alles. Das hatte ich lange nicht mehr. Vom Nacken über... Keine Ahnung, was für ein Muskel über dem Po ist. Tut auf jeden Fall da auch weh. Über Bizeps, über Bauch, alles tut weh. Keine Ahnung. Und Beine auch natürlich. Vom ganzen Springen und bla bla bla. Aber ich kann froh sein, weil gestern war nach einem halben Jahr mal wieder ein Typ da. Ja, den ich davor auch noch nicht kannte. Wie denn auch, weil ich noch... Oh, danke. War ja noch kein halbes Jahr dabei. Und der war jetzt mal nach einem halben Jahr wieder da. Und der hat sich gleich beim ersten Training, Hilfe, eine Sehne gerissen. Richtig geil. Jetzt ist er erstmal wieder für 8 Wochen weg oder so. Auch schön. Sehr schön. Ich hoffe, sowas widerfährt mir niemals. Sehnenriss oder sowas. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, wir nehmen Überleben, denn wir haben eine Überlebensmutation. Und wenn wir jetzt immer auf grün gehen, dann heile ich auch mehr. Mit der Zeit. So, hast du vielleicht irgendwas Nettes für mich? Nö. Also schon. Aber dieser Degen ist eigentlich ganz cool. Dieser Rapier. Rapier. Aber ich würde gerne mal meinen Bogen austauschen. Aber irgendwie bisher noch nicht so Itemglück gehabt. Wenn ich das so sagen darf. Komm, wir lassen mal die Gegner hier alle in Ruhe. Das Ding, da können wir einmal mitnehmen, wenn wir... Genau, den grünen Duddeli-Schnuddel da einmal mitnehmen. Anscheinend verfolgt es nicht mal jemand. Das ist ja super nett. Aber hier auch wieder grün. Grün, grün, grün. Immer grün. Alles grün. Später lohnt das nicht mehr, aber momentan schon. So, hier ist wahrscheinlich der zweite Schlüssel dann. Nee, aber trotzdem was wir nutzen können. Hey, wo sind denn die ganzen Schlüssel hin? So, hier ist dann aber der Schlüssel. Ja, okay, zumindest der zweite. Jetzt brauchen wir noch einen dritten. Moment. Wo ist denn der dritte? Kam der wirklich so spät? Hm. Aber eigentlich, weil die Waffe, die wir da bekommen würden mit den Schüsseln, die ist mega gut. Das ist nämlich eine Bosswaffe. Das ist so ein Speer, den der letzte Boss oder so benutzt. Guck mal, jetzt kann ich hier sogar hoch. Das konnte ich noch nie. Geil, ich glaube, ich habe das wirklich noch nie benutzt mit der Spinnfähigkeit hier. Geil, was gibt's denn hier? Eine Tür für eine Zelle. What do we have here? Einen Shop. Cool, lohnt das? Nein. So ein Doppelbogen wäre schon geil, aber okay, tschüss. Das ist ja super unnötig. Sind bei diesen Zellen immer nur Shops hinter... Oh, Gefängnistiefen. Aha. Okay. War ich da schon mal? Ich glaube schon, aber war ich da wirklich schon mal?
I don't know. Ich will aber erstmal noch den dritten Schlüssel mir auf jeden Fall holen. Ach, guck mal, hier kriegen wir sogar noch. Hä, wieso kann ich... Was? Wieso kann ich das nur für den einen Sehenschlitzer benutzen? Hä? Warum geht das nicht für LT? What? Haben die das geändert, dass man nicht mehr zwei von denen haben kann? Das ist ja super dumm. Oh, früher ging das, dass man die dann auf LT und RT haben konnte. Okay, haben die rausgepatcht. Fanden die wohl ein bisschen zu stark. Okay. Dann funktioniert ja meine ganze Taktik hier nicht mehr. Das war nämlich immer meine Lieblingstaktik. Da ist der. Ach so. Naja. So, so. Einfach zwei dieser Geschütze mitzunehmen und dann war alles cool. So, jetzt gehen wir einfach wieder schnieke zurück. Moment, bitte nicht treffen. Ich brauche meine Leben, danke. Kann der eigentlich sterben, wenn er hier in die Stacheln reingeht? Man weiß es nicht. So, mir ist alles egal. Ich will einfach nur zurück. Und zwar, ja, da halt so hin, ne? Warte, da. Denn ich will... Oh, jetzt müssen wir hier wieder den Teil... Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber... Ha! Tschakao! Kriegen wir doch locker hin. Mal unsere Ninja-Fähigkeiten hier unter Beweis stellen. Zack. Und jetzt kriegen wir eine nette Waffe. So, da können wir aber für beide machen. Ja, macht auf jeden Fall guten Damage. 25% Schaden gegen betäubtes Ziel. Alles cool. Das Ding verkaufen wir. Das hat sich gelohnt, Leute. Geil. Jetzt haben wir... Aua. Jetzt haben wir hier so einen geilen Speer. Der ist nämlich recht schnell, hat eine hohe Reichweite. Und ist halt auch recht stark, glaube ich. Ja, ist ganz cool. Mag ich. So, wollen wir mal in die Gefängnisdinger da gehen? Gefängnistiefen? Ich weiß halt nicht, ob die jetzt super behindert sind. Und weil, wenn ich die nicht kenne, dann wäre es blöd. Aber wir gucken einfach mal, was da so abgeht. Ein gut gepflegter Ausrüstung ist das A und O. So, wieder zu langsam für alles. Was hast du? Oh, ja, ein Neon-Outfit. Oh, ein verfluchtes Schwert. Ein Treffer und du bist tot. Ah, das ist dieses Schwert, das Rannik mal angesprochen hat. Der gute Rannik, du kämpfst also gerne mit harten Bandagen, was? Ich glaube, das ist super stark. Aber ja, wenn man getroffen wird, ist man tot. Das ist nicht so ganz nett, aber... So, jetzt haben wir das ja hier. 1300 Damage und plus 100% Schaden noch drauf. Also damit one-hittest du wirklich alles. Und es schießt ein Pfeil noch. Und Giftwolke. Ja, aber wenn wir halt getroffen werden, sind wir tot. Irgendwann mache ich mal ein One nur mit diesem verfluchten Schwert, um es auszuprobieren. Aber gerade keine Lust dazu, Leute. So, du hast noch irgendeine tolle Mutation für mich? Was denn so zum Beispiel? Heiltränke stellen nur 25... Glaube ich, nehme Raserei mit. Denn durch Nahkampfangriffe wird... Keine Ahnung, wie viele Sekunden lang eine kleine Menge GP wiederhergestellt, wenn ich denn eine Geschwindigkeitsverstärkung habe, je nachdem wie viel Attacke ich mache. Ist aber, glaube ich, ganz cool. Das heißt, ich brauche nur einen Geschwindigkeitsboost. Den kriegt man, wenn man, glaube ich, eine Combo macht, also mehrere Gegner hintereinander tötet, ohne zu lange zu warten. Und dann würden wir GP wiederherstellen. Das sind halt die Leben hier. Oh, Erfolg. Knallharter Kerkermeister. Du hast zum ersten Mal die Gefängnistiefen erreicht. Juhu. Also doch was Neues. Nein, danke. Wenn das hier was Neues ist, dann möchte ich keine verfluchte Truhe mitnehmen. Da ist was im Boden. Okay, wir können auch nicht mehr zurück. Das ist sehr interessant. Oh. Okay. Ja, bitte unterlasse dies. Hier gibt's komische Sachen. Okay, heilen wir uns denn jetzt? Haben wir eine Geschwindigkeit? Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay, also hier ist alles neu. Ich dachte, wir wären hier schon mal irgendwann gewesen, aber ganz offensichtlich nicht. Und hier gibt es... Die haben wir in der ersten Ebene gar nicht gesehen, diese komischen Leutchens hier. Das ist ja auch strange. So, bitte einmal nicht wehtun. Wir heilen aber doch recht viel. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht die Mutation mitnehme. Fuck. Die macht, dass ich stärker bin. Fuck. Wenn ich an einem Geschütz dran bin. Guck mal, jetzt heile ich mich. Jetzt heile ich mich, weil ich ein Geschwindigkeits... Was? Ich verstehe gar nichts. Was heißt denn jetzt dieses... Ja. Genau. Ich hatte einen Geschwindigkeitsboost und dann hätte ich jetzt Leute getötet. Dann hätte ich mich ein bisschen geheilt. Hab aber... Fuck. Leider nichts angegriffen. Und deswegen leider auch nicht geheilt. Müssen wir aber darauf achten, ob wir da mega viel heilen. Oder wie sich das halt... Fuck you. Niederschlägt. Oh Gott, Alter. So, jetzt schnell Gegner töten. Gegner töten. Ach nee, einfach nur Schaden machen, nicht wahr? Stimmt, wir müssen einfach nur Schaden machen. Ja, oh guck mal, wir heilen uns. Nee, doch nicht. Aber wir würden uns heilen.
Los, mach Schaden. Aber nur mit unseren Nahkampfangriffen, soweit ich das... Aua. Mit... Jo, okay. Hilfe. Stirbt bitte einfach. Oh Mann, der hat wieder viel zu viel Leben abgezogen. Jetzt kann ich mich nie wieder heilen. Da ist schon wieder irgendwas Unsichtbares. Ich sehe das doch. Ah, ich muss auch in den... Oh, jo, was hat der denn für eine Reichweite mit seinem dritten Schlag? Ist ja viel zu heftig. So, da oben ist irgend so ein Siechtypi. Nein, bitte nicht angreifen. Der macht die Gegner unsichtbar. Okay, also auf diese komischen Leuchtens da muss man auf jeden Fall aufpassen. Die machen komische Sachen. Die haben einen dritten Attack, der weitergeht. So ein bisschen Riven-artig. Zack, zack, zack. Ja, ja. Macht ihr mal da unten. Ich mach da mal eine Stampfattacke. Oh. War gar nicht so schlecht, ne? Hier, pow. Und dann nimm das. Einfach ein bisschen lamer Taktiken hier machen. Und dann kriegst du noch einen Bogen in die Fresse oder bist du doch schon wieder tot. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit unserem Leben. Okay. Was ist das jetzt hier schon wieder? Okay, ich mag das nicht. Ich geh weg. Ich geh weg. Hallo. Ja, Moinchen. Ihr seid aber viele kleine Viecher. Ja, das ist ja geil. Da kann ich mich ja richtig schön hochheilen. Ich glaube, das war wirklich nicht so schlecht, dass die da gerade alle waren. Oh mein Gott. Okay, ja, hier ist wieder irgendwas unsicher. Der Typ da, aha. So, gut, dann töten wir den wohl mal. Damit wir hier mal sehen, was abgeht. Oh Gott, hier ist schon wieder... Aua. Okay, die mag ich gar nicht. Hier ist so... Das ist alles unsichtbar. Das ist so komisch. Und irgendwelche Viecher, die noch komischere Viecher aussenden. Oh mein Gott. Ich finde aber, ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt dafür, dass das meine erste Runde war. Mit zwei Dingern hier gleich. Was waren da für Effekte eigentlich? Verbessert die legendäre Schmiede. 100% Max für Rang Plus. Aha. Mehr Bossstammzellen. Zweimal mehr Zellen bei Gegnern. Entfernt alle Heilbrunnen. Ja, toll. Oh, ich würd gerne mal weitergehen hier mit drei Boss. Ich glaube, das gibt es 5 oder 6 oder 8 oder Milliarden. Keine Ahnung. Ja, aber letztendlich war mal wieder schön. Das war dann nächste etwas kürzere Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Eventuell kommt das in nächster Zeit wieder häufiger, je nachdem, wie ich Bock drauf habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.